Falls du Schwierigkeiten haben solltest mit A-Moll, dann bist du damit nicht alleine, denn obwohl A-Moll keine schwarzen Tasten hat, hat A-Moll eben seine ganz eigenen Tücken und darum geht's hier in diesem Video. Wenn du dieses Video hier gesehen hast, dann wirst du Tricks für A-Moll kennen, wie du dich sicher auf der Tastatur orientierst und wie du auch A-Moll ergonomisch spielst. Denn wie gesagt, obwohl A-Moll keine schwarzen Tasten hat oder gerade weil A-Moll keine schwarzen Tasten hat, liegt das ergonomisch eben nicht so gut unter der Hand wie zum Beispiel A-Dur. Und darum geht's in diesem Video und du wirst nicht nur die Tonleiter rauf und runter spielen können, sondern du wirst auch den A-Moll-Akkord spielen können und zwar in allen Lagen. Aber erstmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Gordon November. Ich bin Autor des Buches Tonartenmeistern ohne Noten und Gründer von Piano University, deiner Adresse Nummer 1 für intuitives Klavierspielen. So, und jetzt geht's los. Gordon hat die Augenfarbe blau. Genau, wir bezwingen A-Moll heute in 3 Schritten. Zuallererst werden wir mal kurz hier ins Buch reinschauen. Wir werden uns die Tonleiter anschauen und den richtigen Fingersatz dazu. Dann werden wir den A-Moll-Dreiklang aufs Klavier bringen und im Anschluss werden wir zusammen locker und flockig die A-Moll-Tonleiter rauf und runter spielen. So, dann würde ich sagen, lass uns direkt starten und wir schauen mal ins Buch, was wir so über A-Moll finden. Da findest du zum Beispiel den Quintenzirkel. Der Quintenzirkel, das ist jetzt vollkommen egal, ob du das schon mal gehört hast oder nicht. Was du jetzt wissen musst, der Quintenzirkel ist so ja, eine Orientierung, wo sich die schwierigen Tonarten befinden und wo sich die einfacheren Tonarten befinden. Und man sagt so, ganz unten auf 6 Uhr befinden sich die schwierigsten Tonarten und ganz oben die einfachsten Tonarten. So, und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, hey Gordon, aber du hast doch gerade gesagt, A-Moll ist eben nicht die einfachste Tonart von allen. Und das ist gut, das ist ein super Einwand von dir. Das habe ich tatsächlich gerade gesagt. Und der Quintenzirkel, der kommt tatsächlich eher aus der Notentheorie. Also die Notenspieler, gerade wenn du jetzt Notenspielerin oder Notenspieler bist, und wirst du denken, dass A-Moll mit C-Dur zusammen so die einfachste Tonart ist, weil eben keine Vorzeichen auf der Notenlinie zu finden sind. Aber auf der Tastatur sieht die ganze Geschichte eben anders aus. A-Moll finde ich nicht ganz so ergonomisch wie zum Beispiel A-Dur. Da kann es gut sein, dass du mal hin und wieder aus der Kurve fliegst. Und da wirst du gleich ein paar Tipps von mir bekommen, damit dir das nicht mehr passiert. Also, schauen wir nochmal kurz nach hier. Das ist A-Moll. Wir haben keine schwarzen Tasten. Falls du den Quintenzirkel schon kennst, dann ist dir das vielleicht aufgefallen. Ich habe keine Vorzeichen und so Notenzeug drin, sondern das hier ist ein Quintenzirkel für uns intuitive Pianisten. Da habe ich einfach nur schwarze Tasten eingezeichnet, denn das interessiert uns. Wir wollen das ganze Jahr spielen und nicht lesen. Also ist schön, wenn wir es lesen können, aber trotzdem, es geht ums Spielen. Also, wir haben 0 schwarze Tasten und das Ganze ist auch die parallele Molltonart von C-Dur. Falls sich der Quintenzirkel noch im Detail interessiert, kannst du hier unten noch ein Video finden, wo ich richtig ins Detail gehe über den Quintenzirkel. Da erkläre ich es dir auch tatsächlich mit der klassischen Theorie, aber trotzdem so verständlich verpackt, dass es, denke ich, gut nachvollziehbar ist und dass du es auch für immer verstehen wirst. Lass uns ganz kurz auf die Tastatur schauen, das ist auch eine Seite aus dem Buch. Ja, startet von A bis A, es sind keine schwarzen Tasten dazwischen, vollkommen klar, wird dich jetzt nicht überraschen. Einfach nur wegen dem Fingersatz, dass du hier siehst, wir starten mit dem ersten Finger, spielen dann den zweiten und dritten Finger, also die hier, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und untersetzen dann, das wirst du gleich sehen in einer anderen Kameraperspektive und spielen dann quasi mit dem Daumen vom D weiter bis hoch zum A. Also nichts Spezielles, das ist so der Standardfingersatz, den du auch von anderen Tonarten und Tonleitern kennst. Hier unten findest du noch die Noten, also das Buch heißt zwar Tonartenmeistern ohne Noten, aber falls du jetzt Notenspielerin oder Notenspieler bist, dann ist es einfach als kleine Hilfe gedacht, damit du dich da besser zurechtfindest. Aber du wirst bald keine Noten mehr zumindest dafür brauchen, also wenn du natürlich gerne nach Noten spielst, dann kannst du das ja weiterhin tun, aber es geht darum, dass du das wirklich dir das einspeicherst in den Fingern, also dass du keine unnötige Energie verschwendest für Noten, die du eigentlich nicht brauchst. Genau, darum geht es beim intuitiven Klavierspielen. Wir spielen den Dreiklang hier mit dem ersten, dritten und fünften Finger, kommen wir gleich noch dazu. Dann die erste Umkehrung mit dem ersten, zweiten und fünften Finger und hier die zweite Umkehrung mit dem ersten und dritten, fünften Finger. So, schauen wir uns gleich auf dem Klavier an. Ich weiß, das war jetzt erstmal eine Menge Informationen. Falls du eine Frage hast, dann schreib mir das doch gerne hier kurz in die Kommentare rein oder sag mir, hey, habe ich verstanden, ist alles gut, aber wenn du eine Frage hast, dann schreib mir doch bitte hier rein,
hast, was du nicht verstanden hast, dann kann ich dir hier auch ein kleines bisschen helfen in den Kommentaren und vor allem hilfst du mir damit auch, das nächste Video noch besser zu machen, dass diese Videos, die du hier findest, auch dann später deinen Ansprüchen genügen und dich auch wirklich beim Klavierspielen weiterbringen. Wie gesagt, wenn du es verstanden hast, schreib mir trotzdem kurz rein, hey, hallo, ich bin da, oder wenn wir uns noch nicht kennen und du zum ersten Mal da bist, schreib mal kurz, was du so machst, was du so spielst, damit ich ein bisschen Gefühl dafür komme, was dir gefällt und dass ich auch die nächsten Videos ein kleines bisschen besser für dich gestalten kann. Okay, wenn du das gemacht hast, dann lass uns doch direkt hier zum zweiten Schritt springen und den A-Moll-Dreiklang auf dem Klavier zusammenbauen. Und zwar, der Grundton von A-Moll ist richtig das A. Wir starten hier mit dem A und bauen dann da eine kleine Terz darüber. Also falls du noch nicht weißt, was eine Terz ist, das ist einfach ein Dreitonintervall. Tertiär hast du vielleicht schon mal gehört, so als deutsches Fremdwort. Das spricht, das heißt drei oder das dritte. Und ja, das ist ein Dreitonintervall. Wenn du nicht weißt, was Intervalle sind, habe ich dir auch hier unten nochmal ein Spezialvideo verlinkt. Kannst du gerne nach dem Video nochmal draufklicken. Für einen Moment reicht es dir, aber erstmal das zu wissen. Gut, und hier oben setzen wir die Quinte noch drüber, also das Cinque, das fünfte, der fünfte Ton, Fünftonabstand. So, und so das Dreitonintervall und das Fünftonintervall ergibt eben zusammen den A-Moll-Akkord. Dann holen wir hier das A nach oben und haben dann die erste Umkehrung. Also der Akkord steht jetzt auf dem Kopf, mehr oder weniger, und spielen das dann mit dem ersten Finger, dem zweiten Finger und dem fünften Finger. Das ist der Fingersatz für die erste Umkehrung. Dann gibt es noch eine zweite Umkehrung. Wir holen hier noch das C nach oben und haben dann diesen Akkord. Den spielen wir dann mit dem ersten Finger, dritter Finger und mit dem fünften Finger spielen wir hier oben das C. So. Und mathematisch, wirst du gerade schon festgestellt haben, macht es jetzt keinen Sinn mehr, wenn wir hier das E noch hier hochholen, dann ist das völlig berechtigt, was du sagst. Dann sind wir nämlich wieder in der Grundstellung drin. Sprich, es gibt eben nur diese drei Varianten. Grundstellung, erste Umkehrung, zweite Umkehrung. Ja, hoffe ich, dass das klar geworden ist. Wenn nicht, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dieses Video mal in deiner Bibliothek abzuspeichern. Und dann kannst du eine Nacht drüber schlafen und schaust es dir morgen nochmal an und spielst auch morgen nochmal mit mir mit. Dann wirst du sehen, dass das Ganze dann richtig flutscht. Und dann würde ich sagen, mit deiner Erlaubnis, lass uns direkt hier zu Punkt 3 weitergehen. Und wir spielen die A-Moll-Tonleiter mit dem richtigen Fingersatz. Lass uns das hier mal zusammenbauen. Also, A-Moll startet auf dem A mit dem Daumen, haben wir schon festgestellt. Können Sie auch hier nochmal kurz in der Theorie anschauen. Wir starten mit dem ersten Finger, zweiten, dritten Finger, machen dann wieder weiter, untersetzen dann den Daumen und spielen dann weiter, bis uns die Finger ausgehen. So, das machen wir jetzt. Wir starten mit dem Daumen, zweiter Finger, dritter Finger, untersetzen jetzt den Daumen, landen dann jetzt auf dem D und spielen jetzt weiter bis zum A nach oben. So. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich würde aber gerne noch weiter spielen nach oben, dann darfst du hier oben auf keinen Fall den fünften Finger nehmen, weil jetzt, sonst hast du hier das Problem, dass du mit dem fünften Finger durch die Gegend springen musst. Das ist natürlich nicht so cool. Dann musst du es so machen, du hörst hier mit dem vierten Finger auf und nimmst jetzt den Daumen und gehst mit dem Daumen da drunter. So, und wie du das machst, das sieht so aus, das sieht jetzt im Moment super locker aus, aber da gibt es einen Trick, wie du das noch besser hinbekommst. Und zwar, indem du den Ellbogen nach außen nimmst, dann wirst du sehen, dass der Daumen automatisch da sich mitbewegt, wenn du den Ellbogen mit rausnimmst. Da mache ich gar nichts, da geht der Daumen automatisch hier hoch und befindet sich jetzt hier sogar schon auf dem A. Genau. Also das ist etwas, wo du immer drauf achten solltest, dass hier, dass du hier nicht irgendwie so machst und hier Verrenkungen mit den Fingern, weil dann gehen deine Sehnen um die Ecke und du verbrauchst unnötig Kraft eben, weil die Sehnen hier hängen bleiben. So wie wenn du ein Seil um eine Ecke ziehst, dann geht das Seil kaputt und so ist es bei der Sehne eben auch. Kriegst du eine Sehnenscheidentzündung, wird vermutlich eher später passieren, aber was du auf jeden Fall kriegen wirst, ist ein Muskelkater. Und wenn du einen Muskelkater oder eine Überbeanspruchung schon während dem Song kriegst, und das kriegst du, ist mir hunderttausende Mal passiert, dann ärgerst du dich einfach eine halbe Minute später, dass du hier eine falsche Handstellung benutzt hast, weil dir eine halbe Minute später, wenn der Song nochmal komplizierter wird, dann geht dir hier die Kraft flöten, dann hast du keine Kraft mehr und dann vergeigst du den Song einfach nur, weil du hier die Hand falsch
hingestellt hast. Also schau, dass die Hand hier in dieser Achse gerade ist und schau auch, dass sie in dieser Achse gerade ist. Also nicht so und auch nicht so. Das wäre komplett falsch. So, gerade und hier auch gerade. So, und dann guckst du, dass du mit dem Ellbogen rausgehst und dass hier trotzdem alles nach wie vor gerade bleibt. So, dass es alles gerade bleibt. Und wenn du jetzt hier merkst, okay, trotz ausgezogenem Ellbogen wird meine Hand jetzt trotzdem ein bisschen unergonomisch, dann gehst du mit der Schulter mit. Mit der Schulter mitgehen, dass hier nach wie vor alles gerade bleibt, der Ellbogen bleibt so und dann bleibst du mit dem Kopf mehr oder weniger über den Tasten, über der jeweiligen Taste, die du spielst. Das macht auch lang, das machen alle Profi-klassischen Konzertpianisten, das machen sie nicht, weil es hübsch aussieht, sondern das machen sie, weil sie eben ihre Kraft schonen müssen. Weil sonst vergeigen die bei ihrem Klavierkonzert vielleicht das große Finale, nur weil sie hier irgendwie eine falsche Stellung hatten. Das können die sich nicht leisten. Und das sind jetzt auch keine Muskelpakete wie Arnold Schwarzenegger. Das sind normale Leute, die einfach nur wissen, wie man ergonomisch Klavier spielt. Genau. Also, und wenn du jetzt von oben nach unten spielst, das haben wir ja noch nicht gemacht, dann machst du das so, du fängst mit dem fünften Finger hier an und übersetzt jetzt hier mit dem dritten Finger und schiebst jetzt einfach deine Hand über den Daumen und jetzt auch hier schiebst du deine Hand über den Daumen. Du schiebst die so drüber, also nicht irgendwie dich hier wieder verrenken oder so, sondern du lässt das, wie das ist und gehst einfach mit dem Ellbogen weiter mit der Schulter und schiebst einfach die Hand, so wie sie ist, einfach drüber und kannst dann hier runterlaufen wie so eine Katze über das Klavier. Und viel mehr sollte dich das Ganze auch nicht anstrengen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das Trostpflaster für A-Moll. Du brauchst dir nicht zu überlegen, welche Taste du drücken musst. Wenn du eine weiße Taste erwischst und die nächste weiße Taste, dann weißt du immer, das ist die richtige Taste. Aber A-Moll ist eben nicht so ergonomisch. Das wollte ich noch kurz erwähnt haben. A-Moll ist nicht so ergonomisch wie A-Dur. Und zwar, wenn du jetzt hier spielst, dann musst du immer deinen Daumen, wenn du jetzt hier übersetzt, musst du den hier aus einer tiefen Taste, also hier rüber hieven auf die nächste Taste. Und das ist einfach auch nicht immer so einfach und du hast auch keine schwarzen Tasten, wo du dich dran orientieren kannst, wo du jetzt weißt, okay, hier bin ich gerade. Bei anderen Tonarten geht dir das nämlich irgendwann in Fleisch und Blut über, da weißt du, okay, schwarze Taste, dann bin ich jetzt hier beim D zum Beispiel, bei A-Dur. Und das andere ist eben, wenn du jetzt hier A-Dur spielst mit dem Cis, dann bist du hier auf einer erhöhten Position und kannst hier ganz easy den Daumen drüber ziehen. Wenn du jetzt aber hier in diesem Tal der Tasten bist, dann musst du hier einfach dich ein bisschen in einem Halbkreis bewegen und deswegen ist A-Dur wesentlich ergonomischer zu spielen als A-Moll. So, aber dann hoffe ich, dass ich dir hier ein paar Ergonomie-Tipps geben konnte, wenn du, wie wir intuitive Pianisten, öfters mal mit dem Kopf beim Publikum bist. Und wir wollen ja nicht so an den Noten kleben und auch nicht so an den Tasten, sondern mit dem Gesicht beim Publikum bleiben, dann würde ich dir, falls du da Schwierigkeiten hast, dich in den Tasten wiederzufinden, dann würde ich dir empfehlen, dass du vielleicht am Anfang mal diese Finger hier zwischen den Tasten positionierst, dass du die ein bisschen als Blindenhund oder als Spürhund hier benutzt. Dann weißt du, okay, hier ist keine schwarze Taste dazwischen, da bin ich dann wohl irgendwo beim E und F. Das hier ist das E, das ist das F und so weiter. Und hier bin ich hier zwischendrin gefangen, also muss das hier das G und das A sein. Also das als kleine Hilfe, gerade wenn du jetzt singst und ja, mit dem Publikum interagierst. Das ist also unser Ziel beim intuitiven Klavierspielen. So, und wenn du das geschafft hast, dann hast du wirklich schon mal einen Riesensprung am Klavier gemacht. Und hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du A-Moll drauf hast, dann bist du bereits fit genug für die Piano University Masterclass, denn da bleiben wir auch immer nur auf den weißen Tasten. Also in der Masterclass Intuition, da bringe ich dir bei, wie du intuitiv Klavier spielen kannst und wie du deine Lieblingssongs auf dem Klavier spielen kannst, ohne dafür Noten zu brauchen, ohne Apps, ohne Tutorials auf YouTube, also ohne gar nichts. Und vor allem, wie du diese Sachen dann auch wirklich persönlich klingen lassen kannst, so nach deiner eigenen Vorstellung. Und ja, das Publikum einfach auf einer Herzensebene zu berühren. Weil du eben nicht klingst wie alle anderen, sondern weil du wirklich nach dir klingst. Und darum geht es im intuitiven Klavierspielen und in der Masterclass Intuition, bringe ich dir das Ganze in 12 Wochen bei. Und vor allem in 12 Wochen hast du das Ganze dann auch drauf. Das ist nicht wie beim Notenspielen, dass du dann 3 Wochen Pause machst und du hast wieder alles vergessen und musst wieder
üben, sondern hier hast du es drauf, das wird dir bleiben bis an dein Lebensende. Also das ist Klavierspielen wie Fahrradfahren. Wenn du willst, geh einfach mal auf Piano University, piano.university, das ist die Webadresse, und dann findest du auch einen Link zu einem kostenlosen Workshop, wo ich dir das intuitive Klavierspielen schon mal ein kleines bisschen erkläre. Und danach bekommst du auch 14 Tage kostenlosen Zugang zur kompletten Masterclass Intuition. Gut, dann hoffe ich, konnte ich dir hier schon mal ein kleines bisschen weiterhelfen mit A-Moll. Und ja, egal wo wir uns wieder sehen, entweder in der Masterclass Intuition oder hier auf YouTube, ich freue mich, dass du dabei bist und danke, dass du dabei geblieben bist bis zum Schluss. Wir sehen uns und bis dann.